Klaus Dillinger von der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft ist jetzt bei mir. Herr Dillinger, warum ist die BASF so wichtig für Ludwigshafen? Ja, die BASF hat ihren Sitz als Weltkonzern hier in Ludwigshafen seit vielen, vielen Jahrzehnten. Sie ist der bedeutende Arbeitgeber hier, nicht nur für Ludwigshafen, sondern für die ganze Region. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kommen aus dem rechtsrheinischen Raum, also wirklich die Region lebt auch von der BASF nach wie vor. Jetzt haben die verlauten lassen, dass die Zahlen dieses Jahr nicht so gut waren. 20% weniger Umsatz. Was würde passieren, wenn die BASF jetzt zurückfahren würde? Welche Einbußen gäbe es? Gäbe es weniger Arbeitsplätze? Gut, das können wir natürlich nicht sagen. Wir sind im ständigen Dialog über verschiedenste Themen mit der BASF und gehen davon aus, dass wie in den vergangenen Jahrzehnten auch schon immer sich die Partnerschaft zwischen der Stadt und der Region und der BASF bewährt. Das heißt, dass auch in solchen Zeiten, die etwas schwieriger sind, der Dialog aufrechterhalten wird und dann auch die Arbeitsplätze hier und der Standort gesichert bleibt. Was bedeutet denn die BASF für die Umwelt? Das ist ein weites Feld. Man muss einfach den Vergleich ziehen, die BASF oder überhaupt die Stadtregion Ludwigshafen-Mannheim, ich sage jetzt mal vor 50 Jahren und heute, da hat sich viel, viel getan. Also wir haben gerade auch im Umweltbereich so gut wie keine Probleme und die Probleme, die auftauchen, die lösen wir gemeinsam. Was macht die BASF in Sachen Katastrophenschutz? Welche Sicherheitsmaßnahmen werden getroffen? Auch da gibt es eine enge Partnerschaft. Natürlich, das Werk, davon sind wir überzeugt und das hat sich auch schon bewährt, ist sehr, sehr gut aufgestellt als Unternehmen. Aber es gibt ein enges Zusammenwirken zwischen denjenigen, die in der Stadt Verantwortung haben, die im Land Verantwortung haben und auch denjenigen, die bei der BASF Verantwortung haben für den Fall der Fälle. Vielen Dank. Gerne.